mit den alten Teamkollegen. Nicht immer angenehm. Im Sommer wechselte Björn Ziegenbein von Wien Wiesbaden nach Rostock. Zu Beginn der Partie muss er erst einmal einiges einstecken. Anspannung bei Hansas Torwart Müller, denn die Hessen zunächst besser. Bulls Kopfball, jedoch harmlos. Rostock in Weiß kommt danach besser ins Spiel. 35. Spielminute, Ziegenbein. Er kämpft sich den Ball erneut. Immer noch Ziegenbein. Drin. Das 1:0 für Hansa. Ziegenbeins 8. Saisontreffer. Mit diesem sehenswerten Hammer ist der Rostocks erfolgreichster Torjäger. Jubel auf der Gästetribüne, jedoch Fehlanzeige. Wie schon auswärts gegen Sandhausen hatten die Rostock-Fans Stadionverbot. Die Mannschaft aber weiter im Vorwärtsgang. Die Situation scheint geklärt und dann das. Wien Wiesbadens Torwart gegen Marcel Schied. Schiedsrichter Bandurski zieht die rote Karte. Platzverweis für Gurski. Erst der Rempler gegen Schied und dann tritt er ihm auf den Arm. Rote Karte vertretbar. Der Platzverweis, das Gesprächsthema Nummer 1 bei Ziegenbein und seinen alten Kollegen auch während der Pause. Rostock also mit einem Mann mehr, doch der Vorteil nützt nichts. Ziemer gleicht aus. Der Ball segelt hoch in den Strafraum und Ziemer steigt am höchsten. Peter Vollmann will mit seiner Mannschaft Herbstmeister werden. Dafür muss heute ein Sieg her. Und das Gegentor bewirkt den nötigen Hallo-Wach-Effekt. Hansa danach besser. Latte! 2:1 in der 68. Minute. Entscheidend bei dem Treffer die Vorarbeit von Panewitz. Latte muss dann nur noch einschieben. Rostock nach dem 2:1 überlegen und mit vielen guten Möglichkeiten. Jennecke vergibt die Entscheidung. Wien Wiesbaden versucht es noch einmal. Schönheim zieht in den 16er und fällt. Schiedsrichter Bandurski lässt aber weiterspielen. Zu Recht, wie die Zeitlupe zeigt, denn Schönheim wird überhaupt nicht berührt. Spiel vorbei. Und auf den Rängen geben sie sich zu erkennen. Einige Rostocker Fans haben es geschafft, sich reinzumogeln, um den erneuten Auswärtssieg zu feiern. Ich denke, es war ein sehr